Guten Morgen, liebe Facebook, YouTube und Instagram-Freunde, oder guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ich hatte ja gestern gesagt, dass wir heute weitermachen mit den letzten beiden Dosen eines italienischen Getränks. Wir haben heute den 17. April 2021 und wir haben jetzt 10:30 am Morgen. So, schaut mal. Gestern hatten wir mit der hier gemacht, ne? Die ist mittlerweile leer. Die hatten wir gestern. Und heute machen wir dann mit dem Snap Pel Cringo, wie auch immer, das italienische Brausegetränk weiter. So, kurzer Nachtrag. Dies hier hat, wenn man es trinkt, immer einen komischen Nachgeschmack. Warum, weiß ich nicht, obwohl hier Zucker drin ist. Das habe ich, glaube ich, gestern gesagt oder auch nicht. Man kann es trinken, keine Frage, aber ich würde es nicht nochmal kaufen, weil ich stehe halt auf Sachen, die süß sind und keinen Nachgeschmack haben. Kann aber natürlich auch von der Frucht kommen, ne? So, jetzt machen wir erstmal die Deckel hier ab von den beiden Dosen, weil wir testen jetzt gleich beide. Dann haben wir das nämlich erledigt und dann kann ich euch auch sagen, wie das mit den beiden ist. So, wo ist das saubere Glas? Hier, frisch gespült. Wir fangen an mit der roten, ist ja roten Orangenfrucht. So, öffnen. Wir riechen. Das riecht jetzt wie die normale Fanta von Coca-Cola. So, wir schütten mal rein. Boah, da ist aber direkt schon ein Unterschied zu sehen. Und zwar, es ist dunkel. Also sieht orange aus, ne? Ist halt eine rote Frucht, ne? Die feuerrote Orange. Na, wir probieren mal. Gut riechen tut. Ja. Also bei der hier schmeckt man Orange. Also schmeckt am Anfang wie die normale Fanta. Und dann schmeckt man aber, dass das diese Blutorange ist. Also mein Fall ist es nicht. Aber trinken kann man es, aber mein Fall persönlich ist es nicht. So, weil das ist auch wieder zu wenig gesüßt. Wir machen weiter mit Limone Menta, also Minz, Limone. Boah, die riecht lecker. Die riecht wirklich lecker. Einen kräftigen Minzgeruch. Boah, herrlich. Da wollen wir mal hoffen, dass die auch so schmeckt, wie sie riecht. So sieht's aus. Wir riechen. Mann, jeden Morgen habe ich Husten. Boah, aber schmecken tut's nicht. Alter Falter ist das. Also das schmeckt nach sehr bittere Zitrone. Kann ich also von mir aus nicht empfehlen. Gut riechen tut's auf jeden Fall, einen richtig coolen Geruch. Aber schmecken tut's nicht. Also ich kann davon keine Empfehlung abgeben. Die kann man trinken, schmeckt am Anfang wie Fanta, dann kommt die kräftige Blutorange, leider zu wenig gesüßt. Und das gleiche ist hier auch. Schmeckt gut, aber zu wenig gesüßt. Also, mein Tipp, kauft euch besser das Fanta Original. Es sei denn, ihr steht auf italienische Getränke, die zwar gesüßt sind, aber nicht zu gesüßt sind. Dann ist es kein Problem, dann sind die empfehlenswert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Morgen oder Montag geht's mit Capital Bra Eistee weiter. Ciao!